Hallo meine Lieben und willkommen zum neuen Wochenimpuls für die Woche vom 17. bis zum 23. Juli. Die Woche hat es in sich. Ihr habt ja schon vermutlich mal mein Video gesehen für den Neumond am Montag, der gleichzeitig ein Portaltag ist und doch auch wieder ein Wendepunkt ist für uns alle, für die Dinge, die in nächster Zeit auf uns zukommen. Dann haben wir in der kommenden Woche einen weiteren Portaltag am Donnerstag und dann schon wieder eine neue Maya-Welle am Samstag. Schon wieder sage ich deswegen, weil ich habe im Moment das Gefühl, die Zeit verrennt. Und wenn ich dann auf den Kalender schaue und denke mir, du hast doch gerade erst ein Video gemacht, wie die Zeit ist schon wieder rum, ja, dann ist es so und die Zeit ist rum und wir gehen weiter, wir entwickeln uns und das spiegelt sich heute auch im Wochenimpuls wieder und gibt auch all die Dinge wieder, wo ich merke, die letzten Tage, die schon so angetriggert haben, den Weg, wo es für uns hingeht, nach diesem besonderen 17. Juli. Weil das ist wirklich wie ein Neuschwung, der da reinkommt. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wir werden die drei Bewusstseinsebenen wie immer anschauen. Ich habe mich heute entschieden anhand der Kartendecks, dass wir Kartendeck für Kartendeck die drei Ebenen anschauen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das so entschieden habe und nicht erst die erste Ebene, dann die zweite, dann die dritte Ebene, weil jedes Kartendeck mit den Karten, die gekommen sind, schon in sich so stimmig ist, dass man quasi wie so eine Wiederholung dann auch von Kartendeck zu Kartendeck hat und sieht, wow, was passiert da alles mit uns. Das schon mal vorneweg, damit wir sehen, um was es geht. Wir starten mit dem ersten Kartendeck und gehen durch die drei Bewusstseinsebenen und wir gehen nicht nur dahin, sondern wir gehen in die früheren Leben und werden da Botschaften bekommen. Diese Informationen, die wir hier bekommen, die reihen sich aneinander an Dinge, die gerade bei uns allen passieren. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Und zwar, wir inkarnieren ja immer und immer wieder. Es gibt unterschiedliche Theorien. Also hör da auch bitte auf dein Bauchgefühl, was dir dein Bauchgefühl sagt. Manche Theorien finde ich persönlich total stimmig für mich, aber da muss ja jeder für uns selber dran glauben und das ist das Wichtige. Was ich immer interessant finde, ist ja, dass wir auf Personen oder Seelen treffen, die wir schon aus früheren Inkarnationen kennen und oftmals kommen ähnliche Situationen. Wie kann man sich das vorstellen? Und ich habe da ein wunderbares Beispiel für euch. Viele kennen vielleicht noch aus ihrer Kindheit ein Kaleidoskop, wo man reinschaut. Das sind so kleine ähm, ja, Steinchen drin. Und je nachdem, wie man das Kaleidoskop dreht, wandert es, macht neue Bilder, weil einfach die Steine wandeln. So, jetzt wenn ihr euch das aber mal überlegt, in jedem dieser... Das sind ja unterschiedliche Fächer im Kaleidoskop, sind immer die gleichen Steine drin, aber sie geben immer neue Muster, je nachdem, wohin man dreht. Und ähnlich könnt ihr euch das vorstellen bei den Inkarno äh, Inkarnationen von uns, weil wir, wenn wir auf gleiche Leute treffen, da sind ja ähnliche Energien noch da, Dinge, die vielleicht zu klären sind also etwas und das das zeigen uns heute auch die Karten auf, dass wir da etwas genauer hinschauen sollen, denn wir sehen in der ersten Bewusstseinsebene, da kommt hier die Inquisition. Also das sind Zeiten, die nicht ganz so nett waren, aber was bedeutet das für uns? Das ist eine Zeit der Verfolgung und Verfolgung ist immer nicht schön. Das hat auch für mich immer so etwas mit Vertreibung aus der Heimat zu tun. Und das kennen auch der ein oder andere von uns. Wir kennen aus, aus der Weltgeschichte, was da so alles passiert ist. Und je nachdem, wie offen man dafür ist, dann auch zu sagen: Okay, es ist jetzt viel passiert im Leben, man fängt irgendwo nochmal neu an und neue Voraussetzungen. Und das, das wird hier bei uns angetriggert. Es wird aber auch angetriggert, und das ist in der zweiten Bewusstseinsebene, dass wir sehen, die Spiritualität ist hier mit dabei, die Religion. Also, dass man wegen seinem Glauben, wegen dem Bewusstsein, das man hatte, verfolgt wurde. Und nicht nur das, da hole ich schon die Karte für die dritte Bewusstseinsebene, da haben wir Leaving or Travel, also genau das, dass man, ja, man ist vor der Verfolgung geflüchtet, man hat geschaut, wo ist man sicher, wo ist man safe und all das, das kommt jetzt noch mal ganz ganz tief ins Bewusstsein. Was ich spannend finde und mir begegnen ja immer zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Dinge, um sie dann auch mit euch zu teilen und da ist mir vor zwei Tagen etwas in die Hand gekommen, das passt sowas zu dem, was wir hier haben. Jetzt haben wir hier ja die Inquisition, das Vertrauen oder die Dinge, an die man glaubt und dann noch Leaving or Travel, wirklich dieses, dass man dann auch auf und davon geht. Ich möchte euch etwas vorlesen. Das ist von einem Herrn, der schon lange, lange vor unserer Zeit gelebt hat und zwar von Franz Kafka, der geschrieben hat, Manche Dinge kann man nur durch einen entschlossenen Sprung in das Gegenteil erreichen. Man muss in die Fremde gehen, um die Heimat, die man verlassen hat, zu finden. Ich finde das sehr, sehr treffend auch zu den Karten, die jetzt hier gekommen sind. Wirklich eine Neuausrichtung, eine Veränderung zum Wohle, eines Selbst zum Wohle der Allgemeinheit. Also viele, viele Dinge, die in Veränderung gehen. Und das, das sehen wir. Und das mit dieser Neumondenergie, Portaltagsenergie. Also super, super passend. Wir schauen uns auch schon die nächsten Karten an, gehen auch durch die drei Bewusstseinsebenen und lasst das mal auf euch wirken, was da noch kommt. Denn wir haben hier Rednerinnen, Redner das heißt nicht dass wir alle auf die große bühne sollen aber das reden ein großer bestandteil ist bei dessen was unsere aufgabe ist was unsere berufung ist wir fragen uns ja ganz oft was ist unsere berufung und hier bekommen wir einen ganz klaren hinweis schon denn schaut mal hier in der ersten ebene haben wir ja jetzt hier die verfolgung auch und Reden, auch reden, zu sagen, okay, das ist mir passiert, das habe ich erlebt, anderen das mitzuteilen, anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Und das ist genau der Punkt, der hier auf den Tisch kommt, dass man klar sagt, okay, rede und kommuniziere, rede über dein Schicksal, rede über die Dinge, die dir auf dem Herzen liegen. Also achte hier bitte, was kommt da jetzt für ein Bauchgefühl, über was sollst du reden? Ganz klar in der zweiten Bewusstseinsebene auch die Erkenntnis, ja, du bist beschützt. Du bist beschützt. Die Karte geht noch weiter und sagt, während du deinen Beruf wechselst. Wir haben hier den Berufwechsel, aber ich sehe hier den Inhalt wirklich in der Art, dass wir reden. Sicherlich bei dem einen oder anderen auch Berufswechsel, aber das ist nicht federführend für alle, sondern dass wir beschützt sind auf unserem Weg. Und je mehr wir das erkennen, umso klarer und deutlicher können wir auch diesen Weg gehen. Die dritte Bewusstseinsebene haben wir den Berufwechsel. Du beginnst eine neue, neue Karriere, die dir Freude und Fülle bringt, die du dir ersehnt hast da ist auch wieder der berufswechsel wie gesagt ich habe nicht den impuls dass es für jeden von uns um einen berufswechsel geht aber wenn ihr die letzte karte anschaut wir haben den leuchtturm und ich denke mal vielen vielen die zuhören ist es gestern oder heute nacht ähnlich gegangen zum abend hat ein gewitter aufgezogen es ist dunkel geworden und es hat gestürmt und gefegt also es hat ordentlich durchgefegt. Und wenn man das jetzt nimmt, dass im Leben manchmal alles stürmisch ist und der Leuchtturm kommt dann, am Leuchtturm kann man sich orientieren. Und das ist für mich so eine Orientierung. Wie gesagt, für manche wirklich ein Berufswechsel. Aber für viele von uns heißt es einfach, rede über die Themen, die so wichtig sind. Du bist beschützt auf deinem Weg. Werde zum Leuchtturm, zeige den Menschen, wo man Sicherheit bekommt und du wirst sicherlich auch Sicherheit bei anderen bekommen, anderen, die auch ein Leuchtturm sind, die dir quasi diese Sicherheit geben, die auch du wieder gibst. Also es sind Synchronizitäten, die hier passieren, wo jeder so ein bisschen dem anderen etwas gibt und das, das ist richtig, richtig gut. Wir schauen in das nächste Kartendeck und starten wieder mit der ersten Bewusstseinsebene, je tiefer das alles geht und sehen, da ist das Feenreich, die Zauberkraft. Ja, die Feen, da geht es viel auch um Erdung, es geht darum, dass wir Kontakt mit der Seele haben, dass wir unser Glück erstrahlen lassen und eben ja, die kleinen Feen teilhaben. Viel Erdung gehört auch dazu. Also eine Leichtigkeit, die dazu kommen darf. Das heißt nicht alles zu verbissen zu sehen, sondern wirklich mit einer Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Denn auch das habe ich gespürt die letzten Tage oder die ganze Zeit. Wenn, wenn man zu kopflastig an Dinge rangeht, dann flutscht es einfach nicht. Und hier ist wirklich so diese Aufforderung, an Dinge nicht zu kopflastig heranzugehen, sondern mit einer wunder wunderbaren Brise von Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit, die geht dann über in der zweiten Bewusstseinsebene. Und jetzt schaut euch das an, da haben wir die Weißdornhecke, die sagt ewige Liebe, Liebesalchemie. Diese Karte fordert uns auf, dass wir als Frau unserem inneren Mann treu sind, dass wir als Mann der inneren Frau treu sind, dass wir als Frau unser Licht leben und als Mann die Liebe leben und so dann auch die Ewigkeit hier wirklich umsetzen. Also eine spannende Sache, die diese Karte mitgibt, auch wieder eine gewisse Liebesenergie, die mit dabei ist, die uns aber einfach auch zeigt, ja, wir dürfen uns entwickeln und diese Entwicklung ist eben ganz ganz besonders. Ich freue mich daher auch, dass viele viele von euch mein Summer Sale angebot angenommen haben, das ja, bis einschließlich Samstag gültig war, jetzt drum ist, wo wir auch viel auf die innere Frau, das innere Kind bzw. den inneren Mann geschaut haben. Also ganz viel Energie, wo man klären konnte. Und in der dritten Bewusstseinsebene sehen wir eben dann: Da kommt der Zauberstab, die Energielenkung, die Energieleitung. Wir lassen Energie durch uns fließen. Und jetzt ist eben die Frage, wohin lassen wir sie fließen? Für was verwenden wir sie? Wohin bündeln wir die Energie? Und jetzt schaut mal hier auf der dritten Ebene das Reisen, der Leuchtturm, der Zauberstab, eben die Ausrichtung, sich klar zu werden, wo richte ich mich aus für die Zukunft, für all das, was noch vor mir liegt. Und Zukunft beginnt eben direkt ab der nächsten Sekunde, wo man das schon denkt. Und dieses Bewusstsein, ja, das kommt in ganz, ganz großen Schritten immer, immer mehr zum Tragen und wir sehen, wo es eben hingeht. Ganz wichtig wird auch für uns alle immer mehr das Thema Freundschaft, das Band der Freundschaft und dass wir sehen, Wer ist wirklich Freund? Wer ist Freund? Wer ist an unserer Seite? Und ein immer, immer deutlicheres Bewusstsein darüber kommt hier zum Vorschein. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in der zweiten Bewusstseinsebene in die emotionale Klarheit gehen. Dass wir unser Emotionalfeld heilen, reinigen, klare Entscheidungen treffen und diese klaren Entscheidungen auch nach außen zeigen umsetzen und schaut mal zweite ebene man ist beschützt man, man geht in die liebe in die eigenliebe in die selbstliebe noch noch tiefer als sonst und das das wird hier einem sehr sehr bewusst und in der dritten ebene geht das dann dahin dass man sagt ja man ist in sicherheit egal was im Trau außen so passiert man ist geschützt man hat eine sicherheit und diese sicherheit die spüren wir alle, die fühlen wir und wir werden merken, ja, das ist der richtige Weg, die richtige Entscheidung und jetzt, jetzt kann man sich ganz, ganz wunder, wunderbar ausdehnen. Also sehr, sehr schön. Wir gucken weiter und auch das passt. Hier kommt die Karte Geburt. Und wenn ihr diese Karte mal etwas genauer anschaut. Wir haben hier diese Verbindung Mutter und Kind. Wir haben Herzen. Wir haben die Regenbogenfarben. Es ist gefühlt so ein bisschen stürmisch auch auf dieser Karte. Also da ist so ganz, ganz viel, was da ineinander trifft. Und doch spricht die Karte Geburt, auch eine Art Wiedergeburt, passt zu dem Neumond, der zeigt, wir sind in einer neuen, veränderten Energie. Wir bringen nach draußen uns. Und selber in einer Neugeburt, in einer veränderten Energie. Und das Ganze können wir wunderbar umsetzen, eben indem wir so schön auch geerdet sind, aber trotzdem nach oben angebunden sind und dann die Energien fließen lassen. Super, super schön. Und das Ganze endet dann in der Erneuerung. Es ist wirklich, ja, wie Phönix aus der Asche, wie. Es gibt so viele Beispiele. Ein absoluter Veränderungsprozess, der in uns allen stattfindet. Super, super schön und super, super wichtig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, es sind viele Synchronizitäten am Werk, viele, die wir vielleicht noch nicht gleich und noch nicht sofort sehen und erkennen, aber sie sind da, sie passieren, sie gehen vorwärts und das Ganze geht dann über, dass mit den Synchronizitäten auch Entscheidungen von uns abverlangt werden. Unentschlossenheit ist immer so eine Sache, aber es ist wichtig, es wird eine Entscheidung verlangt, wo man sagt, okay, ja, ja, es läuft. Wird vielleicht knackig für den einen oder anderen, aber dann kommt auch Leichtigkeit, weil man sagen kann, okay, man man geht in neue Energie in das ganze hinein und da kommt eben auch noch die Alchemie, die sagt, ja, du hast einen goldenen Finger, deine Projekte umzusetzen und es verwandelt sich gefühlt alles in gold. Wow, ihr merkt, besondere Energie, wichtige Energie und spannend die Woche, was sie vor uns. Ja, da zeigt, was vor uns liegt. Und jetzt, jetzt holen wir noch die Crystal of Sirius Basic Cards dazu. Ich bin schon sehr gespannt, was auch hier kommt. Und ja, ich mische wieder mit eurer Energie. Wer meinem Kanal schon länger folgt, weiß es ja, da kommen. Huch, da kommt schon die erste Karte. Und schaut mal, entscheide dich. Da hatten wir es. Triff eine Entscheidung. Entscheide dich. Also die kam jetzt im hohen Bogen geflogen und wollte unbedingt raus. Okay, wo geht's weiter mit der Entscheidung? Ja, Partnerschaft. Ja, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ein Liebesreading zu machen, aber es war auch ein ereignisreiches Wochenende bei mir. Da ist gar keine Zeit geblieben. Mal schauen, vielleicht wird es in der nächsten Woche besser, weil wir haben so viele Andeutungen in den letzten Readings gehabt, die immer wieder mit der Liebe zu tun gehabt haben und mit der Partnerschaft. Da wird es doch echt. Und ja, das hatten wir schon, die Leichtigkeit hatten wir auch hier mit den anderen Karten schon, dass wir in der Leichtigkeit ankommen sollen. Und ach ja, die Gefühle und das Herz. Also es wird immer deutlich, dass die Liebesenergie doch sehr hoch schwingt und wir entsprechend auch vorwärts kommen. Wir sehen, da ist noch ein Geheimnis. Okay, vielleicht war das auch der Grund, warum ich es bisher noch nicht geschafft habe, ein Liebesreading zu machen, dass wir noch nicht alles wissen sollen. Auch das müssen wir manchmal akzeptieren, dass wir nicht gleich alles wissen sollen, dass wir auch unserem Gefühl vertrauen sollen. Das hatten wir hier ja auch im Reading, dass wir in, in uns gehen, dass wir auf unsere Intuition trauen. Und ja, schauen wir, was da kommt. Ihr Lieben, ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe. Ich wünsche euch ein bezauberndes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche, vor allem mit der Neumond- und Portaltagsenergie. Und in diesem Sinne ganz viel Licht und Liebe für euch, der Leuchtturm. Und in Namaste.